liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Power-Podcast von www.hpz.com. Ich bin Hans-Peter Zimmermann, und mir gegenüber, das heißt, gegenüber ist ein bisschen untertrieben, es sind etwa 10.000 Kilometer zwischen uns beiden, sitzt Martin Aue in Spiez am schönen Thunersee. Wer bei mir an einem Seminar war in Sahnenmöser, der ist in Spiez oder knapp bei Spiez schon mal vorbeigefahren. Martin, du bist Unternehmercoach, und zwar ein ganz besonderer. Wir werden gleich noch drüber sprechen, aber du weißt, meine Podcasts fangen immer damit an, oder meine Interviews fangen immer damit an, dass ich ein bisschen wissen möchte, wie bist du so aufgewachsen? Gab es irgendwie größere Krisen in deinem Leben? Wie war dein Werdegang oder wenigstens die wichtigsten Stationen? Ja, die Kindheit eigentlich ganz früh, das ist kurz und schnell erklärt, die war einigermaßen unspektakulär. Aufgewachsen in der Schweiz, ja, mit Unterbruch. Wir waren noch kurz 3 Jahre in Boston, allerdings war ich da noch ganz klein. Also das hast du nicht mehr bewusst erlebt? Nö, das war von zwischen 3 und 6 Jahren alt. Ich habe da noch ganz bruchstückhafte Erinnerungen, aber das ist eigentlich weg sozusagen. Warum? Das hast du mir im Vorgespräch nicht erzählt. Warum war das? War das beruflich bedingt von deinem Vater eher oder was? Mein Vater hat dort sein Studium beendet und hat am MIT in Boston studiert. Und das hat so mit sich gebracht, dass wir da 3 Jahre drüben waren. Und genau. Irgendwann in der 6. Klasse bist du in Spiez gelandet. Das ist richtig, das war ein weiterer beruflicher Wechsel meines Vaters, der dann die Familie ins Berner Oberland gebracht hat. Seither bin ich da doch einigermaßen verwurzelt geblieben. Dort haben wir uns eigentlich auch kennengelernt, nämlich in meinem, hätte ich fast gesagt, Seminarhotel. Es ist auch deins, respektive du hast immer Einzelcoachings dort durchgeführt. Weil du, glaube ich, irgendwann mal gehört hast, dass ein paar tolle Seminarleiter sich dort aufhalten und dann gedacht hast, das kann ja nicht so ein schlechtes Hotel sein, oder? Doch, ich habe mir gedacht, wenn da einige erfolgreiche, ganzheitlich denkende Seminarleiter ihre Seminare abhalten, dann werden sie sich wohl etwas überlegt haben dabei und dann kann das nicht so schlecht sein. Und darum habe ich mir das angeschaut und bin dann auch für es waren mehr Workshop-Tage da gelandet. Also, wie ging es weiter mit deinem Werdegang? In der 9. Klasse habe ich mir geschworen, nie mehr zur Schule zu gehen und habe da dann eine Berufslehre angefangen zum Kfz-Mechaniker. Das war irgendwie gar nicht wirklich so Herzblut, sondern einfach so, ja, man macht halt irgendwas, Hauptsache nicht mehr zur Schule. Und dann war das doch irgendwie nicht so cool. Ich habe dann eigentlich mich schon während der Lehre viel mehr für Musik und Nachtleben interessiert und mich einigermaßen gezofft, nur mit meinem Lehrmeister, und habe da eigentlich nebenbei schon die Idee von einer Firma, von einer Selbstständigkeit aufgebaut. So von der Weltanschauung her, wie würdest du dich bezeichnen damals? Wie warst du so? Sehr oberflächlich. Der einzige Grund, etwas in Richtung Selbstständigkeit zu machen, war, dass ich einfach nicht führbar war. Ich habe mich immer gezofft mit allem, was irgendwie vorgesetzt war. Lehrer, Lehrmeister, Vorgesetzte, Militär. Das war eigentlich immer Konfliktpotenzial. Und darum war es dann eigentlich ganz klar, dass ich was machen musste, wo es keinen Chef gab. Und das hast du dann auch gemacht gleich, oder? Du hast Marketingleiter studiert. War das gleich am Anfang oder hast du das erst später gemacht? Nein, ich habe nach der Lehre dann noch die Berufsmaturität angehängt und schließlich noch den Weg ans Tech gemacht. Das war eigentlich so, um meinem Vater zu gefallen, so in diese Richtung. Aber also am Tech, nach einem halben Jahr, habe ich wirklich festgestellt, also es ist die Ingenieurschule, habe ich festgestellt, das geht gar nicht viel zu mathematisch, da quäle ich mich, und habe dann voll eigentlich auf die Selbstständigkeit gesetzt und mich parallel zum Marketingplaner, hießen die dazumals, heute ist es Marketingfachmann und Marketingleiter, weiterbilden lassen. Wo hast du das gemacht? Am Institut für Kaderschulung, IFKS in Bern. Ja, und dann hast du eine Eventagentur gegründet. Ja, das ist richtig. Das war eigentlich, wie gesagt, hat das schon in der Erstausbildung angefangen, wo ich da regelmäßig noch in der Nacht unterwegs war, um Platten aufzulegen. Und dann habe ich eigentlich daraus eine Eventagentur gemacht, die auch ganz gut funktioniert hat. Und die habe ich dann über 10 Jahre betrieben.
Also Eventagentur, das heißt, du hast Konzerte organisiert in großen Hallen, Hallenstadion und solche Sachen, oder? Ja, es waren nicht Konzerte, es waren Partyveranstaltungen, die wir in großen Hallen entweder produziert, meistens aber eigentlich begleitet oder beliefert haben. Also ich habe dann Konzepte, Artisten, Bewerbungen der Anlässe verkauft als Dienstleister. Die Agentur war zu Spitzenzeiten mit 40 Freelancer, habe ich etwa 700 Stellenprozent abgedeckt. Festangestellt waren es aber maximal 3. Und wie erfüllend war das für dich damals? Gute Frage. Ich hätte damals wahrscheinlich gesagt, es ist erfüllend gewesen, weil das, was ich mache, mache ich immer mit Herzblut. Ja, es hat gestimmt. Zu dieser Zeit war es gut. Ich habe nur deshalb gefragt, weil ja dann irgendwann dieser Hammer kam, oder? Erzähl uns davon. Der Punkt war, dass ich schon im Verlauf des Studiums am IFKS angefragt wurde, ob ich anschließend Marketing dozieren möchte. Und das habe ich dann auch gemacht. Und da hat irgendwie das Gefäß der Eventagentur überhaupt nicht gepasst. Und da habe ich parallel eine zweite Firma eröffnet. Und dann bin ich irgendwie über 3-4 Jahre so ein bisschen zweigleisig unterwegs gewesen. Ein bisschen. Also das war die Firma Marketlink, die es heute noch gibt, oder? Genau. Und ja, da war ich halt ein bisschen in der Nacht unterwegs mit Party und ein bisschen tagsüber als Dozent und ein bisschen schon Beratungen gemacht und konnte mich nicht so recht entscheiden, was ich will und was nicht. Und dann irgendwann mal bin ich, als ich für die Eventagentur gearbeitet habe, Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden, der mich dann ziemlich durchgeschüttelt hat. Bist du da auch verletzt worden? Der Täter hat noch ein Elektroschockgerät eingesetzt. Das hat mich erwischt an der Hand und das hat einige Schmerzen ausgelöst, aber nicht ernsthaft verletzt. Aber es war vor allem seelische Verletzung, oder? Ja. Und was ist dann passiert? Unmittelbar waren es irgendwie halt Angstzustände, schlaflose Nächte und so weiter. Es hat ziemlich das ganze Leben durchgeschüttelt und auf den Kopf gestellt. War das eine sofortige Belastungsstörung oder kam die erst mit Verzögerung? Nö, unmittelbar. Also nicht posttraumatisch, sondern direkt danach? Wirklich, also unmittelbar. Keine Nacht mehr durchgeschlafen, keine dunklen Räume mehr rein. Also wirklich unschön. Und dann habe ich mich irgendwie auf die Suche nach Lösungen gemacht, habe alles mögliche Lebensvisionsseminar gemacht, mit Feng Shui angefangen, begonnen zu meditieren. Ich habe irgendwie so alles probiert, was mich einigermaßen angesprochen hat. Und im Rahmen eines solchen Visionsseminars hat mir mal der Seminarleiter gesagt, die Person, die dich überfallen hat, der Person solltest du eigentlich Dankeschön sagen, du hast deinen Heiler kennengelernt. Das ist ein Hammer, oder? Ja, das war damals, bin ich fast auf den Stuhl gefallen und habe wirklich gedacht, der hat sie nicht mehr alle. Habe ihm das eigentlich auch ziemlich klar so gesagt. Und circa 2 Jahre später war ich dann auch so weit, dass ich eigentlich, das war die Gerichtsverhandlung, wo ich der Person gegenüber gesessen bin. Und ich habe wirklich nur noch Gefühle von Dankbarkeit und empfunden für die Person. Oder wurde aber eingebuchtet, nehme ich an, oder? Nein, er hat 3 solche Geschichten abgezogen und wurde noch die Gerichtsverhandlung, was war da noch? Pornografie, unerlaubte Pornografie, und er hat noch ein Haus abgefackelt und alle diese 5 Sachen wurden ihm zur Last gelegt und hat keine unmittelbare Haftstrafe gekriegt. Warum denn das? Keine Ahnung, weil er irgendwie 8 Monate in U-Haft war und weil er zweifacher Familienvater war und weil man ihm die Chance geben wollte, sein Leben in den Griff zu kriegen. Hast du eine Ahnung, ob er es in den Griff gekriegt hat? Keine Ahnung. Nee, in der Schweiz, wenn jemand durchgefüttert werden müsste, dann wird halt jeder Hebel in Bewegung gesetzt, dass er seine Rechnungen selber weiter bezahlen kann. Und dann kam so eine innere Reinigungsphase, kann man fast sagen. Oder kann man auch ein bisschen sagen, das Pendel ist in die andere Richtung ausgeschlagen. Vorher so der nüchterne, sogenannte Realist, Atheist wahrscheinlich auch. Und auf einmal ein mega spiritueller Typ, also fast ein bisschen ein spiritueller Spinner, oder? Ja, das kann man so sagen, das Bild vom Pendel gefällt mir gut. Das hat wirklich so zuerst in die eine Richtung ganz stark ausgeschlagen und dann in die andere Richtung. Und jetzt
hat mich irgendwie so das Gefühl, dass sich das in der Mitte eingependelt hat. Aber es waren schon extreme Jahre, ohne Fleisch, ohne Kaffee, ohne Alkohol, 3 Stunden meditiert pro Tag. Ich habe da Vipassana angefangen, buddhistische Meditation, buddhistische Schweigeseminare gemacht, bis zum Feng Shui-Berater, das volle Programm Feng Shui gemacht. Lebensvisionsseminare, wie gesagt, also wirklich Vollgas. Ja, Feng Shui ist jetzt nicht so wahnsinnig spirituell, oder? Ja, es kommt ein bisschen darauf an, bei wem und wo du es machst. Es gibt schon Leute, die das ausbilden, die dann sehr das in einen ganzheitlichen Aspekt reinbringen, und ich hatte das Glück. Okay, aber dann ist es nicht mehr klassisches Feng Shui, weil so Baguazhspiegel ins Fenster stellen, damit die böse Energie des Nachbarn zu ihm zurückgeht und so, ist nicht wahnsinnig spirituell, oder? Nein, das sehe ich auch nicht so. Aber ich habe das Glück gehabt, das in einem sehr guten, ganzheitlichen Zusammenhang zu machen, und da war es wirklich mehr als möglich. Verschieben und Baguazhspiegel aufhängen. Ja, und dann hat sich irgendwann eingependelt. Bist du dann von diesem extremen spirituellen Weg auch wieder ein bisschen auf den Boden zurückgekommen? Ich bin mit der Frage, ob ich eine Familie gründen soll, habe ich mich dann auf den Jakobsweg begeben, von Saint-Jean-Pied-de-Port auf Santiago, die letzten 800 Kilometer, wobei sich die Frage schon am ersten Tag beantwortet hat, aber ich bin dann den Weg trotzdem noch weitergelaufen. Und die Konsequenz aus dieser Entscheidung war, dass ich heute glücklicher Vater von 2 Kindern bin und glücklich verheiratet. Und das hat dann irgendwie die Zeit der extremen, der ausgeprägten Spiritualität schon ein bisschen beendet. Und heute bin ich doch relativ eingemittet, sage ich jetzt mal. Also wenn ich auf deine Homepage gehe, Unternehmercoaching.ch ist, glaube ich, die wichtigste, oder? Marketlink.ch ist eher noch nur einfach so ein Gefäß noch, oder? So ein Firmenmantel. Ja, die GmbH ist immer noch Marketlink GmbH, aber das ist eigentlich alles. Wenn ich auf Unternehmercoaching.ch gehe, dann sehe ich einen flotten jungen Mann in Schale, oder wie heißt das in Deutschland? Sakko und Krawatte. Und daneben steht Business als spiritueller Weg. Das ist ein ziemlicher Gegensatz so optisch, wenn ich mir das so anschaue. Was bedeutet das für dich, Business als spiritueller Weg? Es wird von vielen als Gegensatz gesehen, und vielleicht ist das auch gerade eigentlich das Spannende, dieser erste Eindruck. Ich meine, was ist Business und spirituell? Was ist der Zusammenhang? Ich sehe das so, dass der Auftrag jedes Unternehmens und jedes Unternehmers, meine ich natürlich auch Frauen, ist, die Welt ein Stück besser zu machen. Mit der Unternehmung, mit der Arbeit, die sie tun. Und mein Antrieb als Unternehmercoach ist, diese Leute zu begleiten, dass sie das mal erstens so sehen, dass sie die Welt mit ihrer Unternehmung ein Stück besser machen wollen, und zweitens, dass sie das noch besser und ausgeprägter machen können. Und darum kommt diese Aussage Business als spiritueller Weg zustande. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, es gibt für dich nichts Spirituelleres als Business. Also das siehst du vor allem eben deswegen, weil man durch Arbeit die Welt ein Stück besser machen kann. Das ist richtig. Ich meine, du verbringst 8, 9, 10 Stunden, 5 Tage die Woche auf der Arbeit, und dann ergibt es durchaus Sinn, wenn man was Gescheites macht und eben, wie gesagt, die Welt ein Stück besser macht mit diesen 8, 9, 10 Stunden. Und darum sage ich, ja, das unterschreibe ich voll und ganz. Es gibt nichts Spirituelleres als zu arbeiten. Was gibt's denn zu verbessern an der Welt? Das fängt, ich meine, du hast es vorhin gehört, ich bin von Haus aus Marketer. Und wenn du zum Beispiel die Marketing und Werbung anschaust, dann haben ja viele das Bild, dass man möglichst vielen Kunden möglichst viel verkaufen soll und dass man irgendwelche Dinge drehen soll, damit das noch besser klappt, und irgendwelche Tricks lernen soll, damit das noch besser klappt. Und der Punkt ist, wenn du ein Produkt hast und du weißt, dass es deinem Kunden weiterhilft und du verkaufst es nicht, ist es unterlassene Hilfeleistung. Und wenn du das mal so sehen kannst, dass du mit deiner Dienstleistung oder mit deinen Produkten deinen Kunden weiterhilfst, und wenn du so Marketing und Werbung betreibst, dann gibt das Ganze einen anderen Kontext. Das ist jetzt einfach ein Beispiel mit Marketing und Werbung. Das finde ich cool. Ich habe gerade bei Alex Rouge gesehen, hat ein Video gedreht und sagt irgendwie, preist, glaube ich, das Buch an von T. Harv Eker, So denken Millionäre. Ich hätte ihm gern geschrieben, ich möchte nicht denken wie ein Millionär. Ich möchte denken wie ein wertvoller Mensch und einer, der was Nützliches tut. Ja, und der Punkt ist, das Geld, was du verdienst oder was als Umsatz reinkommt, ist eine logische Konsequenz.
und nicht das Ziel. Es geht darum, möglichst vielen Leuten weiterzuhelfen. Und wenn du das wirklich richtig machst, dann muss die logische Konsequenz sein, dass diese Energie sich wieder ausgleicht und die gleicht sich im Business mit Geld aus. Und darum muss dein Umsatz stimmen, sonst stimmt etwas nicht. Das ist zufälligerweise auch gerade im letzten Podcast zum Thema Geld, habe ich das auch gesagt, das Geld muss das Resultat sein und nicht das Ziel. Und das kotzt mich tierisch an, wenn ich so Leute sehe, da so denken Millionäre und so machst du deine Million und dann hat man Donald Trump wahrscheinlich noch als Vorbild, oder? Der Knallkopf. Das ist für mich ganz seltsam. Bei dir steht, du seist für Leute, die mit einem Berater zusammenarbeiten wollen, der ein ähnliches Weltbild hat, mit dem Team zusammen zur Entwicklung der Firma und des Ganzen beitragen, mit der Firma ein Leuchtturm sein. Ja, finde ich auch schön. Also ich glaube, gerade im Wassermann-Zeitalter, da geht es einfach nicht mehr, dass jeder einfach nur quasi schaut, dass er möglichst viel bekommt. Sondern es geht um Eigenverantwortung und es geht auch um Verantwortung für das Ganze, oder? Also deswegen funktioniert das mit Steuerhinterziehen heute auch nicht mehr, Gott sei Dank. Eine ganz spannende Aussage, finde ich, hilft 10 Menschen ohne den Aspekt oder den Wunsch, Geld mit ihnen zu verdienen, hilft ihnen selbstlos weiter und einer davon wird dafür sorgen, dass es dir gut geht finanziell. Also es geht im Prinzip darum, möglichst vielen Leuten richtig weiterzuhelfen, ihnen einen Dienst zu leisten. Das ist da eben auch Dienstleistung, einen Dienst leisten. Und das kommt automatisch dann wieder zurück. Also du musst zuerst geben und dann kannst du wieder nehmen. Im Vorgespräch hast du mir schon erzählt von den Vorträgen, die du gibst. Du machst etwa 85% Einzelcoaching mit Unternehmen und 15% Vorträge oder so Impulsvorträge. Einer heißt Erfolgreiche Werbung in den neuen Medien. Man findet die Termine auf deiner Homepage. Und der zweite heißt Vergiss herkömmliche Werbung. Und was mir Eindruck gemacht hat, wenn ich solche Vorträge sehe, dann ist es zu, die ich gesehen habe bis jetzt, die waren zu 70-80% eine reine Werbeveranstaltung, die dann auch noch von mir quasi mitfinanziert wurde, oder? Du verlangst ja auch 35 Franken Eintritt pro Person. Das ist ja nicht viel, aber immerhin, wenn es Werbung wäre, dann wäre es zu viel. Und du sagst, das kümmert dich überhaupt nicht. Du gibst denen in diesen 2 Stunden so viel wie möglich mit auf den Weg, ohne dir zu überlegen, ob du Geld verdienst damit. Weil rentabel ist es ja wahrscheinlich nicht, der Vortrag an sich, oder? Wenn du das aus einem Mund von einem Marketer hörst, dann wirst du dem das nie abkaufen. Das bin ich mir eigentlich auch gewöhnt. Da kann ich ganz gut damit leben. Tatsache ist aber, die rendieren nicht. Also das, du siehst, ich habe regelmäßig 20, 30 Leute. Wenn es von einem Drittveranstalter organisiert wird, sind es dann auch mal 130. Aber wenn du das über das Jahr anschaust, rendiert das nicht. Das ist kostendeckend. Aber ich gehe tatsächlich ganz ehrlich dahin und gebe diesen Leuten, wenn es 20 sind, dann sind es 20. Wenn es 120 sind, sind es 120. Ich gehe hin und gebe denen alles, was ich weiß zum Thema, an Tipps und so weiter und denke keine Minute daran, ob jetzt da jemand hängen bleibt oder nicht. Weil wenn du selbstlos diesen 120 weiterhilfst, dann werden, wie gesagt, einige dafür sorgen, dass du gut lebst. Ob jetzt das selber Teilnehmer sind oder ob die dich jemandem empfehlen, der dann schlussendlich wieder zu dir zurückkommt, das ist egal. Du musst einfach die Energie selbstlos einfach rausgeben und auf irgendeinem Weg kommt die dann wieder zu dir zurück. Und wenn du das mal in deiner Denkweise drin hast, funktioniert das mit Leichtigkeit. Gibst du mir mal ein Beispiel, damit unsere Zuhörer beurteilen können, ob sie zu deinem Zielpublikum überhaupt gehören? Was muss ich für ein Unternehmer sein, damit ich sagen kann, Martin Aue wäre der richtige Coach für mich? Die Aussage Business als spiritueller Weg, das ist natürlich schon ein bisschen ein Filter. Also wenn jemand sagt, die Welt ein Stück besser machen mit meiner Arbeit oder es gibt nichts Spirituelleres als zu arbeiten, wenn du da einen Kloß im Hals kriegst, dann bist du wahrscheinlich nicht der Richtige. Und deswegen sage ich das ja auch so offen. Sind denn die Leute, die da drauf anspringen, sind denn die nicht schon spirituell genug, dass sie das alles selber können, dass sie quasi ein eigenes göttliches GPS haben, das ihnen sagt, was lang geht? Wenn jemand total unspirituell ist und er sieht zum Beispiel diesen Webauftritt, dann wird er wahrscheinlich nicht anrufen. Ich habe aber viele Leute, die sagen, ja, okay, ich denke ungefähr ähnlich oder das klingt einigermaßen spannend, aber lass uns über meine Positionierung sprechen beispielsweise. Also das gibt es natürlich auch, das ist klar. Was ich nicht mache, sind Startups. Ich bin zwar viel
im Kontakt mit Startups, in den Vorträgen, in meinen Dozentenmandaten, aber ich begleite praktisch keine Startups, weil die am Anfang eigentlich auch nicht die Mittel haben, um ein sauberes Coaching in Anspruch zu nehmen. Also Startups ist für uns ein selbstverständlicher Begriff. Ich erkläre ihn trotzdem, falls jemand nicht begreifen sollte. Das sind einfach Leute, die sich selbstständig machen wollen, oder? Existenzgründer. Genau. Aber sonst, es gibt schon eine Einschränkung von der Größe her. Ich sage, ich betreue Unternehmen zwischen 5 und 80 Mitarbeitern Größe. Wenn es auch mal 100 sind, ist egal, oder? Aber wenn es ein Unternehmen ist mit 500, 600 Mitarbeitern, ist es in der Regel zu groß und zu schwerfällig und die Veränderungen dauern zu lange. Das habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Und die ganz kleinen One-Man-Shows, das ist in der Regel auch ein bisschen schwierig, die sauber zu begleiten. Aber du hast mir im Vorgespräch etwas gesagt, wenn du Startups begleiten würdest, dein wichtigster Tipp, und da bist du auch sehr, sag mal, originell oder außergewöhnlich. Weil was ist dein Tipp für Startups? Ja, die Aussage ist ganz einfach, die heißt, zuerst schießen, dann zielen. Also das heißt konkret, du musst einfach mal selbstständig werden, du musst mal kündigen und mal das zweite, dritte Sicherheitsnetz unter dir loswerden. Und dann wird sich dann der Weg zeigen, wo der Markt ist, wo dein Business ist, wo deine Kunden sind. Das kommt dann schon. Also 80-90% der Businesspläne, die geschrieben werden, wenn jemand noch im Anstellungsverhältnis ist und dieses Sicherheitsnetz noch hat, die kannst du in den Papierkorb werfen, weil die Leute noch nicht in der Energie drin sind, weil die noch nicht müssen. Das ist wie wenn du nebenher noch ein Unternehmen hast seit 10 Jahren und das läuft nicht. Das wird nie laufen, weil du nicht musst. Das ist sensationell, das habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Du sprichst mir aus der Seele, weil bei mir war es genauso. Ich habe einfach gewusst, jetzt muss ich mich selbstständig machen. Und ich hatte mehrere Pläne. Und als Plan A nicht funktionierte, habe ich dann auf Plan B umgeschaltet. Und der ging dann. Also noch ein bisschen modifiziert. Es war dann letztendlich eben ein Plan C. Aber das ist genau das. Von dem Moment an, wo ich mich selbstständig machte, da musste ich schauen, dass es geht. Ja, das ist die Frage, was ist der Unterschied zwischen Beruf und Berufung? Du hast ja einen Ruf. Berufen ist ja der Ruf. Und du kannst den Ruf gar nicht hören, wenn du noch in einer sicheren Umgebung drin bist und wenn du gar nicht von dem leben musst, dann wirst du den Ruf gar nie hören, wohin es gehen soll. Und das braucht natürlich eine spirituelle Einstellung, weil sonst spricht man gar nicht von diesem Ruf. Ja, aber das ist für mich eigentlich der Normalfall. Da musst du dran glauben, dass es eine Art Lebensplan gibt, für den du angetreten bist und dass du diesen Ruf hören kannst. Die ganzen Leute, die eben so diese Businesspläne machen, die wollen ja quasi auf Nummer sicher weiterarbeiten, oder? Die wollen nicht diesen Schritt wagen. Also ich sage immer so Tarot, so die erste Karte, der Narr, oder? Der einfach mal einen Schritt wagt ins Ungewisse. Der sagt, ja, es kann sein, dass ich auf die Nase falle, aber dann habe ich auf jeden Fall was gelernt und weiß, wie es nicht geht. Und das finde ich toll. Ja, aber eben, du arbeitest ja nicht mit Startups. Du würdest dann denen nicht helfen, quasi, dass sie ihren Ruf hören können, oder? Sondern du willst lieber mit gestandenen Unternehmen arbeiten, die bereits vielleicht die eine oder andere auch negative Erfahrung gemacht haben. Ich arbeite nicht mit Startups. Das hat einen bestimmten Grund. Die haben in der Regel eine relativ kleine Liquidität, eine kleine Reserve und ich will, dass sie diese Reserve in Kommunikationsmaßnahmen, in Gründungsmaßnahmen investieren und nicht in einen Coach und dann haben sie kein Geld mehr, um zu kommunizieren. Ich zeichne auch aus diesem Grund alle meine Vorträge beispielsweise auf. Und die sind auf meinem YouTube-Kanal, kann man die sich holen. Neu kommt jetzt das in ein Abo rein, in ein Unternehmer-Abo, kostet ganz wenig Geld. Und dann kannst du dir da jeden Vortrag mit dem ganzen Handout alles anschauen. Ich publiziere eine kostenlose Kundenzeitung, die heißt Wegweiser. Und da kannst du im Prinzip all das Zeug auch konsumieren. Es braucht nicht zwingend ein Coaching, um von diesen Inputs zu profitieren. Ich habe einfach das Format Coaching, stelle ich den Startups nicht zur Verfügung, weil ich das nicht möchte. Ja, das finde ich gut. Ich werde auch immer wieder gefragt, wie kann ich denn das machen? Ich kann mir deine Seminare nicht leisten. Hast du da einen Tipp? Und ich sage dann immer, ja, lies erstmal alles, was auf meiner Homepage ist, hör dir alles an und schau dir alle Videos an. Da bist du schon mal 3 Wochen beschäftigt und zwar Vollzeit. Vorher musst du nicht kommen und sagen, gibt's da nicht noch einen Tipp? Und wenn man mit dem nicht einigermaßen aus dem Schlamassel rauskommt, dann weiß ich nicht, ob ein Coach was bringen würde.
Ja gut, ich habe jetzt nicht so viele Informationen wie du, das ist klar, ich bin auch ein bisschen weniger lang unterwegs, aber es kommt aufs Gleiche raus, ist so. Gibt es ein Motto für dein Leben? Gibt es ein Erfolgsrezept? Das sind eigentlich zwei verschiedene Fragen, meiner Meinung nach. Ich habe eine Lebensvision, das ist das eine, und das Erfolgsrezept ist im Prinzip was anderes. Ist das eine Vision oder ist es eine Mission? Weil ich denke immer, eine Vision, wenn man die erreicht hat, kann man ja eigentlich dann abtreten, oder? Die Mission, um jeden Tag das zu machen auf der Arbeit, was ich mache, heißt, ich helfe vielen Menschen und verdiene als logische Konsequenz davon viel Geld damit. So, das ist eigentlich eine Mission, die hört ja nie auf. Wenn du mit dem Antrieb aufstehst, Leuten weiterzuhelfen, dann willst du das auch in 10, 20, 30 Jahren immer noch machen. Das wäre meine nächste Frage. Wie siehst du dich privat und beruflich in 5 Jahren? Wenn du ja total erfüllt bist, muss sich ja da nichts ändern, oder? Oder gibt es doch vielleicht das eine oder andere Ziel? Wenn eine Stage, ein Treppenschritt erreicht ist, dann geht es bei mir relativ lange und dann bin ich irgendwo wieder ein bisschen kribbelig und dann muss wieder was gehen. Und im Moment ist die Situation tatsächlich so, dass ich mit den Coachings sehr gut gebucht bin. Eigentlich so gut, dass ich fast ein bisschen an meine Kapazitätsgrenzen stoße. Und jetzt geht es darum, eigentlich das Angebot zu multiplizieren. Und das ist nicht ganz einfach. Und ich suche jetzt im Moment nach einer Möglichkeit, da Wachstum anstreben zu können. Dein Einzugsgebiet ist wahrscheinlich so auf 100 Kilometer um Spiez herum beschränkt? Oder wie sieht das aus? Im Moment ja. Was ist denn, wenn ein Unternehmen jetzt in Hamburg sagt, hey, das ist der Typ, gefällt mir, ich möchte den unbedingt buchen, fliegst du da hin? Ja, da gehe ich hin, natürlich, wenn die Mission ist, Leuten weiterzuhelfen, dann helfe ich auch gerne in Hamburg weiter, das ist kein Thema, wenn es geht, von der Kapazität her, ist das überhaupt keine Frage. Im Moment sind tatsächlich meine Kunden so im Großraum Bern, weil ich die auch gerne ab und zu mal persönlich sehe, das gehört bei mir zu einem Coaching dazu. Es ist eigentlich egal, wo die sind. Also mindestens ein persönlicher Kontakt und eine Firmenbesichtigung gehört schon dazu, oder? Dass man das Gespür bekommt dafür. Ja, das ist halt auch ein bisschen mein Feng Shui-Hintergrund. Ich lese relativ viel aus Lokalitäten und Firmenräumlichkeiten raus, wie ein Mensch funktioniert, wie eine Firma funktioniert. Und ich muss im Minimum einmal eine gewisse Zeit schon da gewesen sein, das ist wichtig. Also damit beschäftigst du dich, wie kann ich dieses Konzept jetzt multiplizieren? Heißt das, du könntest dir vorstellen, in 5 Jahren so eine Coaching-Organisation zu haben mit vielleicht 3, 4 Coaches, die ähnlich arbeiten wie du? Ja, es geht in diese Richtung, doch, es ist so. Wäre es dann nicht plötzlich so, dass du dann mehr Manager bist, also mehr dafür sorgst, dass die Arbeit bekommen und dann die eigentliche Arbeit, die dir Freude macht, nicht mehr so ausüben könntest? Das ist ein bisschen der wunde Punkt. Das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt im Moment. Auf der anderen Seite hast du eben wieder die Mission. Ich will vielen Menschen weiterhelfen. Und wenn du einmal an der Kapazitätsgrenze bist, dann gibt es ja eigentlich nur noch einen Weg, mehr Menschen weiterzuhelfen. Und darum bin ich eigentlich am Suchen nach einem Weg. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit von Seminaren, da kannst du vielen Leuten gleichzeitig weiterhelfen. Das ist mir aber irgendwie zu wenig tief, zu wenig persönlich. Ja, aber du könntest ja an Seminaren Coaches so ausbilden, wie du es gerne hättest. Dann machst du das weiter, was du machst, aber du multiplizierst es nur, dass die dann auf eigene Rechnung weiterarbeiten. Auch eine Idee. Im Moment ist mein favorisierter Ansatz, dass ich ein zweites Buch schreibe und da im Prinzip mein ganzes Wissen zum Thema Unternehmen, KMUs reinpacke und das eigentlich dann als Grundlage nehme, um weitere Coaches irgendwie im Mandat oder in Lizenz arbeiten zu lassen nach diesem. Du sagst zweites Buch. Ich habe recherchiert und noch kein Buch gefunden. Das heißt, es müsste ein erstes Buch geben von dir. Ja, das liegt daran, dass es erst anfangs Mitte September rauskommt. Fertig ist es. Cover ist da. Gut zum Druck liegt auf dem Tisch. Und wie heißt es? Es heißt, warum die einen glücklich sterben und die anderen nicht. Kann man das bei Amazon vorbestellen? Das kann man im Moment noch nicht bei Amazon bestellen, weil ich die ISBN-Nummer noch nicht habe. Ich habe mich entschieden, gerade heute habe ich mich entschieden, selber einen Verlag zu gründen und nicht mit einem Verlag zusammenzuarbeiten, weil mir da die Rahmenbedingungen irgendwie nicht so gepasst haben. Und darum habe ich jetzt eine eigene ISBN-Nummer beantragt und darum kann man es jetzt noch gerade nicht bei Amazon vorbestellen.
Aber man kann es normal sonst per E-Mail. Also bei dir per E-Mail. Das, die E-Mail-Adresse findet man unter unternehmercoaching.ch. Und worum geht es in diesem Buch? Wie der Titel schon sagt, geht es um Sterben, Tod, Wiedergeburt. Was kommt danach? Wo geht die Seele hin? Was passiert? Das heißt, du hast da die Antworten drauf? Ja. Okay, klipp und klar. Okay, würde ich mich nicht trauen. Ich spreche immer von Hypothesen, von Möglichkeiten. Du weißt das, das ist so. Ja. Ich habe es nicht selber erlebt, aber ich habe mich so stark mit allen möglichen Quellen befasst. Und es gibt doch eine naheliegende Vermutung, dass es auf eine bestimmte Art und Weise abläuft. Weil sonst würden die ganzen Forschungen, die in diese Richtung betrieben werden, die wären dann irgendwie grundsätzlich alle falsch. Und das ist ja relativ unwahrscheinlich. Darum sage ich so salopp, ja, ich weiß es. Der Punkt ist aber der, dass ich das Buch, und das ist eigentlich auch die Aussage des Buches, wenn du glücklich lebst, dann stirbst du auch glücklich. Also bezieht sich das Buch eigentlich, ja, sagen wir mal zur Hälfte, auf das Leben, auf ein bewusstes, ganzheitliches Leben, was du irgendwo leben sollst. Und dann wird auch das glücklich Sterben eine logische Konsequenz sein. Gibt es noch für dich so einen abschließenden Tipp, so den wichtigsten Tipp für Kleinunternehmer? Bietet sich natürlich der Link zum Buch nochmal an. Ich stelle fest, dass Erfolg und Misserfolg in KMUs zu 80% von der Persönlichkeit des Unternehmers oder der Unternehmerin abhängt. Und erst nachher kommen alle Strategien, Marketing, Werbung, was auch immer. Und darum sollte sich ein KMU-Unternehmer auch relativ stark mit seiner Persönlichkeit beschäftigen. Und darum schreibt ein Marketer- und Unternehmercoach auch ein Buch mit dem Titel «Warum die einen glücklich sterben und die anderen nicht». Also ein wichtiger Tipp ist meiner Meinung nach, als KMU-Unternehmer musst du dich mit deiner Persönlichkeit beschäftigen, musst du dich mit den Lebensgesetzen, mit der Ganzheitlichkeit, Spiritualität auseinandersetzen, sonst wird es schwierig. Das Wasser auf meine Mühle. Ich sage immer, Charisma, Persönlichkeitsbildung ist einer der wichtigsten Faktoren, auch fürs Portemonnaie. Weil wenn du die Wahl hast, von drei Verkäufern zu kaufen, einer ist kurz vor dem Selbstmord, völlig depressiv. Der zweite ist auch kurz vor dem Selbstmord, hat aber gelernt, das zu überspielen mit irgendwelchen oberflächlichen Verkaufsseminaren. Und der dritte ist einfach sich selbst, ist eine Persönlichkeit, hat Charisma, hat eine tolle Ausstrahlung. Und man möchte einfach mit diesen Menschen zusammen sein, egal was der verkauft. Ist eine blöde Frage, oder? Zu sagen, von wem wirst du das Produkt kaufen? Von daher ist das einer der absolut wichtigsten Faktoren. Ja, ich sag vielen herzlichen Dank, Martin. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Schönen Abend in Spiez. Danke. Was ist bei dir für Zeit? Bei mir ist jetzt Mittag. Ich schmeiß mich jetzt in den Pool, weil bei uns ist 37 Grad im Moment. Vielen herzlichen Dank auch euch zu Hause fürs Zuhören. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus und auf Wiedersehen. Euer Hans-Peter Zimmermann.